Ich hatte keine einzige Ladestation, die gestreikt hat. Ich habe ausschließlich mit 43 kW Ladesäulen geladen und es haben alle funktioniert, sowohl die Allego Slam Säulen als auch die E.ON Säule. Und entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht mal diesen Typ 2 frei machen? Ich muss hier laden. Ist doch frei. Das haben wir gern so. Weitermachen. Grüß dich. Electric Dave. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Und heute geht es wieder um Anhängerfahren und um die Renault Zoe. Ja, ich habe im Hintergrund meinen Wohnwagen, aber das ist nicht der Anhänger, den ich heute ziehen werde, sondern ich werde meinen Motorradanhänger ziehen, denn ich werde mir heute mein erstes eigenes Elektromotorrad zulegen. Bisher habe ich eine Super Soko TC 45 gehabt und ja, die ganzen anderen Motorräder habe ich ja nur zum Testen gehabt. Ein eigenes besaß ich noch nie, aber heute hole ich mir eine ab. Dazu muss ich nach Bocholt, das sind 360 Kilometer oder so. Und da fahre ich mit dem Anhänger hin und natürlich mit meiner Renault Zoe. Ja, denn die hat die Anhängerkupplung. Der Anhänger wiegt um die 250 Kilo vielleicht maximal leer. Und ja, das Moped wiegt dann um die 80 Kilo vielleicht, also wenn überhaupt mit Spanngurten, Batterie durch den Kofferraum packen, das passt alles. Und ja, die ziehe ich jetzt über diese Distanz. Und wie die Route aussieht, zeige ich euch gleich über den Better Route Planner. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier starten mit 80% und freue mich auf die Fahrt. Nochmal kurz zu meiner Renault Zoe. Die ist von 2014, ist die kleine mit dem 22 Kilowattstunden Akku, hat eine Batteriequalität von 93% aktuell, eine Anhängerkupplung und ja, hat eine Reichweite im Winter auf der Autobahn um die 80, 90 Kilometer. Und ja, mit Anhänger mal gucken, wie ich fahre und wie es durchkommt heute. Wir haben heute Glück, wir haben heute Sonnenschein hier. Es ist toller Himmel, deswegen ich freue mich schon und auf geht's. Na, wer hat sich denn da eingenistet? Das ist ja unglaublich. Wie gemütlich sieht das denn aus mit Heizdecken? Und oh, weil die Zoe hat hinten keine Heizung. Da lernt jemand. Schön. Das hier ist die Route nach Bocholt von mir zu Hause aus. Und zwar seht ihr hier auf der Karte, dass wir 5 Ladestops haben. Und ja, ihr seht auch an den Zahlen, dass diese Ladestops echt immer relativ kurz gehalten sind. 15 Minuten, 21 Minuten, 24, 15, 16. Dieser 21-Minuten-Stop, der war gestern auch noch bei 16 Minuten, aber das hat sich scheinbar geändert heute. Ja. Zudem sehen wir die Distanzen, die wir hier fahren, immer so 63 Kilometer, 57 Kilometer, 58, 68, 43, 45. Das bedeutet, wir kommen mit 10% in Bocholt an. In Bocholt gibt es nochmal einen 43 kW Lader. Die gesamte Fahrtstrecke sind hier 334 Kilometer. Das liegt daran, weil wir hier ein Stück nicht über die Autobahn fahren. Wir würden hier quasi die A45, also wir fahren auf die A45 bei Wölfersheim, fahren dann diese bis Herborn hoch. Und in Herborn wechseln wir und fahren durch den Westerwald durch bis rüber auf die A3. Und dann sind wir ja schon bei Bonn, nee, von Troisdorf. Und ja, da bleiben wir dann auf der A3, bis wir in Bocholt abfahren. Die ganze Fahrt soll 5 Stunden und 50 Minuten dauern. Wir sind jetzt losgefahren um 10:30 Uhr. Das heißt, mal schauen, müsst mehr zeitig da sein. Wir haben eine Ladezeit von 1,5 Stunden bei den 5 Ladungen und 4 Stunden 17 Fahrzeit. Mit dem Anhänger wohl bemerkt. Mal gucken, ob das so aufgeht. Ich konnte den Anhänger nicht implementieren in dieses Better Route Planner Ding. Ich habe einfach 300 Kilo Zusatzgewicht genommen. Schauen wir mal. So, mal ein paar Fahrdaten. Ich fahre jetzt hier außerorts über Land mit 80 km/h. Habe ja auch einen Hänger dran. Fahre aber nach Tacho 80. Und die Außentemperatur beträgt, gucken wir mal, was, 6 Grad. Okay, eben waren es noch 2 Grad. Aber wir haben auch gerade eben in den letzten paar Minuten 200 Höhenmeter gemacht, also nach unten.
gut. 6 Grad ist natürlich warm. Dann wechseln wir wieder hier dahin. Und zwar unsere Batterietemperatur sind jetzt 11 Grad. Ich bin losgefahren, da waren die noch 8. Alle relativ kalt, aber wird langsam warm. Und bis zum nächsten Lader haben wir dann die richtige Temperatur auch. Gut, Fahrbahn ist aktuell fast trocken, leicht feucht, kein Regen, viel Wind. Das mit den Höhenmetern kann man auch daran erkennen, dass ich gerade einen Verbrauch von 11,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer habe. Auf die letzten, wie sind es gewesen, 20 Kilometer. Jetzt, 36 Kilometer später, fahren wir auf die Autobahn, auf die BAB 45 an der Anschlussstelle Wölfersheim. Ja, aktuell fahre ich jetzt so die Geschwindigkeit um die 92 km/h. Das ist einfach nur, damit die LKW mich nicht überholen. Also das Mitschwimmen quasi ist am angenehmsten. Autohof Lützelinden. Wir sind da. Und ich habe schon von Weitem gesehen, dass der CCS belegt ist. Das ist nicht schlimm, denn wir können eh nur Typ 2 laden. Und das tun wir jetzt auch. Da steht nämlich ein EQV und ist schon am Nuckeln. So. Gut, wir haben angesteckt bei 25%. Und wir sind jetzt die erste Tour mit 60,7 Kilometer gefahren. Opa, das war Scheinwischer. Haben 10 Kilowattstunden verbraucht. Durchschnittsverbrauch von 17,1. Ohne Durchschnittsgeschwindigkeit von 68,5. War ja vorher noch ohne Autobahn ein ganzes Stück. Deswegen sieht das ganz gut aus, würde ich sagen. Natürlich der Vorteil von unserem unser Q210, wir laden hier mit 37 kW. Die Batterietemperatur hat sich inzwischen auf 17 Grad hochgehangelt. Und dann laden wir. 37 kW, trotzdem hier noch mit CCS geladen wird. Perfekt. So, 14 Minuten später sind wir schon bei 66%. Immer noch mit 37 kW und haben auch schon 10 Kilowattstunden eingeladen. Und genau jetzt, bei 67%, fällt er nämlich ab und geht nämlich runter auf 34 kW. Genau, man kann es schlecht sehen, weil die Sonne hier so spiegelt. Und jetzt geht er nach und nach immer langsamer runter. Aber wir laden trotzdem noch ein bisschen. Gut, wie gesagt, ich habe einen Hänger hinten dran. Das kann der Battery Planner nicht so richtig planen. Also lade ich jetzt mal bis 85%. Das waren jetzt genau fast 25 Minuten und 13,7 Kilowattstunden. Gut, dann halte ich jetzt noch vor und dann geht's weiter. Und wie ihr sehen könnt, ich musste den Hänger nicht mal abhängen. Bei diesem Autohof auch kein Problem, weil hier sind irgendwie nie Fahrzeuge, die hier parken. Gut, wir geben frei. Stecken den zurück. Zu und ab geht die Post. 107 Kilometer Reichweite, sagt er. Naja, das stimmt. Hier an der Anschlussstelle Herborn West verlassen wir jetzt die A45 und fahren über Land Richtung Bad Marienburg weiter. Das ist nämlich unser Ziel. Noch 25 Kilometer. Und wir haben aber noch einen halbvollen Akku. Sieht also ganz gut aus. Uiuiui, der Westerwald hat es bergetechnisch ganz schön in sich. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, es geht nur bergauf. Seitdem ich von der Autobahn abgefahren bin, fahre ich nur berghoch. Vielleicht hätte ich auf der Autobahn die ganzen LKW doch lieber verfolgen sollen, statt sie zu überholen. Na gut. 21 Kilometer haben wir noch zu fahren und was haben wir denn an Prozent drin?
44. Nee, 42, na gut. Gucken wir mal, wo es berghoch geht, muss es auch wieder bergunter gehen. Und siehe da, wir haben den höchsten Punkt erreicht und da vorne ist auch schon wieder weiß zu sehen, Schnee. Jetzt geht es erstmal ein bisschen bergab. Das war aber auch echt eine lange Fahrt bergauf. Boah. Und ich habe gerade die 100 Kilometer erreicht für diese Tour schon. Wie man es an der Ausrichtung dieser Windräder sehr gut erkennen kann, haben wir brutal Gegenwind. Könnte aber bedeuten, dass wir Rückzugsrückenwind haben, wenn sich der Wind nicht dreht. Da sind wir gerade über das Ortsschild Bad Marienberg gefahren. Ich habe vorhin Marieneburg gesagt aus Versehen, aber es heißt Bad Marienberg. Ja, jetzt müssen wir noch die Ladestation finden. Da war keine Hausnummer angegeben, sondern nur eine Straße, aber ich würde mal sagen, hier oben könnte es schon richtig sein. Eventuell. Auch nicht. Nee, dann doch nicht. Das ist halt jetzt einfach mit dem Hänger, muss man immer ein bisschen gucken, wo man da wendet. Muss ich mal gucken, vielleicht ist es irgendeine Firma, die das hier stehen hat, das Ding. Wahrscheinlich hier unten diese Firma. Aber noch kann ich nichts sehen. Da ist sie doch. Bin einfach direkt dran vorbeigefahren eben. Gut. 43 kW, perfekt. Ja, Freischaltung hat geklappt. Dann nehmen wir uns den Typ 2. Denn der kann 43 kW, wie man sieht. Genauso dick wie die anderen Kabel. Welch ein Zufall. Wieder 25%. Mit 25% angekommen. Und was wollte ich gucken? Ah, am Verbrauch wollte ich gucken, genau. So, wir haben jetzt seit dem letzten Ladestopp. Nee, seitdem wir zu Hause losgefahren sind, oder was? 22 Kilowattstunden gebraucht, kann das sein? Dann hätte ich rein theoretisch in einem Rutsch hierher fahren können. Ja, 117 Kilometer, im Sommer kann ich ja sogar in einem Rutsch fahren. Mit einem Verbrauch von 19,1, ja, hätte ich ohne Zwischenladen hierher fahren können, wenn ich zu Hause mit 100% losgefahren wäre. Weil im Sommer schaffe ich locker 140 Kilometer. Mit dem Hänger 120 bestimmt. Interessant, ja. Durchschnittsgeschwindigkeit 67,8, das passt auch. Bin sehr zufrieden. Und wo wir gerade von zufrieden sprechen, da hinten sitzt auch jemand ganz zufrieden, in Heizdecken eingewickelt. Sehr gemütlich. Heizdecken, weil ich ja hier eine Schokosteckdose drin habe. Und dadurch, das sieht jetzt ein bisschen wüst aus, aber haben wir hier Heizdecke und Heizunterbett. Das ist super, ne? Eine Sitzheizung. Das ist eine Sitzheizung für hinten. Weil hinten hat die Zoe keine Lüftungsklappen und während dem Laden kann man eh nicht hinten, also so gut heizen. Brauche ich aber auch nicht momentan. Weil meine Zoe kann es aber tatsächlich. Ja, da sitzt Lea auch schön im kuschelig warmen. Dann gucken wir noch, wie schnell wir hier laden. 36 kW aktuell, ne, knapp 37. Prima. Sehr zufrieden mit. Batterietemperatur 29 Grad. Und siehe da, 22 Minuten später sind wir wieder bei 80%. Aber ich lade bis 85, es hat sich gut bewährt, den kleinen Puffer zu haben. Wir haben 13 Uhr und fahren weiter mit einem 85-86% gefüllten Akku. Zeigt an 92 Kilometer Reichweite, so langsam passt sich es ein bisschen an. Und Ankunft am nächsten Lader wäre um 14.08 Uhr laut Navi, aber wir fahren ja ein bisschen langsamer mit dem Hänger. Mal schauen, wir haben 60 Kilometer noch vor uns. Sollte ja alles drin sein.
Ja, und wie man unschwer erkennen kann, es regnet auch schon seit geraumer Zeit. Inwiefern sich das auf den Verbrauch ausübt, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ist mir auch egal. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles hier super läuft. Ja, gerade wird es sogar richtig ungemütlich. Richtig viel Regen haben wir jetzt. Trotzdem kommen gut durch. Navi ist übersichtlich. Und nebenbei kocht natürlich auch das Teewasser. Da fahren wir von der Schnellstraße, Autobahn, was auch immer das jetzt war. Wir fahren Hennef ab, denn hier ist unsere Ladesäule. Eigentlich hätte ich noch weiterfahren können, denn wir haben noch viel zu viel Strom im Akku. Ich habe mich da wohl ein bisschen verschätzt, habe ein bisschen zu viel geladen. Jetzt kommen wir wieder so voll an. Und diesmal nur mit 44 Kilometer, das sind in Prozent, gucken wir gerade mal nach. 36%, boah, 37% sogar. Das ist noch ganz schön viel. Ja, wir könnten jetzt weiterfahren und könnten an der Autobahnraststätte 5 Kilometer weiter noch laden, aber das lohnt sich jetzt auch nicht wirklich, die 5 Kilometer. Und vor allem ist es eine E.ON. Und ich habe in meiner Zeit als Elektroautofahrer gelernt, vertraue nie einer E.ON-Ladesäule. Na, die Ladesäule ist frei. ATU Hennef. Wunderbar. Mal ein großes Wendemanöver hier. Das Knacken vorne, ich weiß nicht, was es ist. So, eine Allego. Dann hängen wir an. Da kann man sehen, mit 38% sind wir jetzt hier angekommen. Und wir haben auch einen sagenhaften Verbrauch hier. Und zwar 17,7 habe ich jetzt hergebraucht. Wahnsinn. Also eine schöne Strecke ist es sogar. Und jetzt sind wir schon hier bei Köln. Das ging echt flott. Nicht schlecht. Und Uhrzeit ist, sag mal, 14.04 Uhr. Ich habe sogar mit 14.15 Uhr gerechnet, aber ich bin früher dran. Und natürlich ist es hier wahrscheinlich auch noch mal wärmer. Gucken wir, was das Wetter sagt. Müssen wir das aktualisieren. Und auch nicht. Ah ja, 6 Grad, nee, 8 Grad haben wir sogar hier in Hennef. 8 Grad, ja, das ist top. Und wir bekommen auch hier wieder 38 kW. Wunderbar. Das geht flott. Ja, kurz einen Kaffee nebenan geholt und schon sind wir bei 88%. Das ging jetzt ratzfatz. Und da steht schon der nächste, der wir laden, deswegen beenden wir mal. So, da vorne steht auch der Twingo schon bereit. Der möchte jetzt laden. Ich helfe dem gerade noch, weil das sein erster Ladevorgang ist. Und dann fahren wir jetzt wieder auf die A3. Nee, nicht, noch nicht. Die kommt erst jetzt. Erstmal auf die 560. Und dann geht's auf die 3 und dann geht's hoch Richtung Norden. Übrigens Abfahrt 14.25 Uhr. Also wir haben jetzt wieder 25 Minuten geladen. Oder 20 Minuten, weiß gar nicht, 20 glaube ich nur diesmal. Und ja, sind wir gut dabei, würde ich sagen. Schön, der Sonne entgegen. Ja, ist mir gerade aufgefallen, jetzt sind wir gerade an der A3 vorbeigefahren. Er wollte mich gar nicht drauf lotsen. Das wäre zwar eine Option gewesen, hat er aber nicht gemacht. Warum auch immer. Naja, gibt sich von der Strecke her nichts. Deswegen bleiben wir jetzt auf der 560 und wechseln dann auf die
59 gleich. Also alles Bundesautobahnen trotzdem. Wir sind inzwischen auf der BRB 3 angekommen und der nächste Ladestopp ist bei der Bäckerei Schüren in Hilden. Kennen wahrscheinlich schon einige, die sich schon länger mit der Elektromobilität befassen. Ja, wir haben auch wieder enorm viel Strom übrig, deswegen habe ich mich entschieden dazu, mal auf die 100 km/h zu gehen, denn ja, leere Ankommen macht mehr Sinn. Hier oben sind wir auch ziemlich sicher. Hier gibt es viele Ladestationen im Gegensatz zum Westerwald. Ja. Und mit dem Hänger können wir auch 100 fahren, problemlos. Deswegen nutzen wir das doch mal aus. Aktuell zeigt er noch 45 Kilometer Reichweite und es sind ja nur noch 16. Also easy. Was mir jetzt ganz cool aufgefallen ist, und zwar, wir haben 41 Kilowattstunden verbraucht. Das ist das, was die große, die nächstgrößere Renault Zoe an Kapazität hat. Und ja, wir sind 1,5 Kilometer von der Bäckerei Schüren am Kreuz Hilden entfernt. Also wir sind eigentlich da. Und gleich vergesse ich wahrscheinlich zu filmen, deswegen. Und ja, diese Strecke von 238 Kilometern könnten wir mit der Zoe, mit der größeren, komplett in einem Rutsch fahren, wenn wir genauso fahren wie jetzt, mit dem Hänger, bei den Temperaturen etwa und ja, so wie ich gefahren bin. Finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Wir sind quasi nördlich von Köln. Nice. So, da sind wir doch schon da. Sieht ganz auffällig aus hier. Ob wir auch richtig sind, das müsste der Trippellader sein hier. Ja, da komme ich aber ganz blöd dran jetzt mit dem Hänger. Da muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich das jetzt am besten hinkriege. Ohne da im Weg zu sein. Vielleicht so. Das Kabel da überhaupt reicht, das ist ein anderes Thema. Wir gucken mal. Ja, jetzt habe ich den größten Fehler gemacht, den ich machen konnte und habe meine Tour versaut, indem ich zur Bäckerei Schüren gefahren bin. Nur weil hier ein 43 kW AC-Lader ist, den ich für 12 Euro freischalten kann. Hat zumindest die Frau mir hier drin gesagt. 45 Cent, keine Ahnung, hier geht keine einzige Karte, geht hier nicht. Ich kann nur für 12 Euro pauschal freischalten. Ja, super. Ich habe einen kleinen 22 Kilowattstunden Akku. 12 Euro ist für mich sinnfrei. Absolut. Adios. Unbrauchbarer Ladepark für mich. Absolut. 1000 Ladepunkte, aber für mich nichts Geeignetes. Herrlich. Ja, und ein paar Kilometer weiter ist hier noch eine Ladenetzsäule, die mir jetzt doch den Hintern rettet. Allerdings ist sie etwas unglücklicher positioniert. Hier muss ich, glaube ich, mit meinem Hänger mal gucken. Aber wir schalten die erstmal frei. Gut, wir haben mit 32% jetzt angesteckt. Das heißt, ich hatte noch ein bisschen Puffer, zum Glück. Und wir haben zum Glück hier noch eine Ladesäule gefunden. Ja, das sind jetzt 240 Kilometer insgesamt schon. Verbrauch 17,6, echt gut. Und ja, das war es eigentlich. Was bedeutend interessant ist. Und mal gucken mal, ob wir jetzt auch hier wirklich eine 43er Säule haben. Ui, 38 kW, nicht schlecht. Die geht richtig ran. Top. Hier in Hilden an einer Ladesäule. Oh, jetzt lädt sie sogar mit 38,8 hier. Also richtig gut dabei hier. Ja, und hier auf dem großen Parkplatz seht ihr der Hänger. Er guckt zwar raus, aber es ist genügend Platz, um vorbeizufahren. Also lasse ich ihn einfach dran hängen. Da wird schon keiner reinfahren.
Gut, 19 Minuten geladen und 80%. Das reicht mir. Ich fahre jetzt weiter. Die nächsten 60 Kilometer bis Hünxe Ost schaffe ich auf jeden Fall. 61 Kilometer dicke. Jetzt aus Hilden wieder rauszufahren hier, das kostet natürlich unglaublich viel Zeit. Das hätte ich mir sparen können, indem ich einfach nicht abgefahren wäre und wäre auf der Autobahn geblieben. Da gäbe es genügend andere Triple Charger. Aber ich dachte mal echt, ich will da mal hinfahren zur Bäckerei, aber das hat mich jetzt schwer enttäuscht. Mag für viele ist es auch ein Schnäppchen, ne? 12 Euro für DC-Ladung, super. Aber für mich halt nicht, weil ich den kleinen Akku habe. Da macht es halt keinen Sinn. Und ich will ja nur sich 15 Minuten laden oder sowas. Macht ja keinen Sinn bei mir. Und diese andere Bezeichnung da drauf mit diesen 45 Cent die Kilowattstunde, keine Ahnung, konnte mir die Mitarbeiterin nichts sagen. Die hat nur gesagt, Schnellladen kostet mich 12 Euro pauschal. Ja. Ob DC oder AC ist ja egal, scheinbar. Gut. Dann ist es halt so. Habe ich ja einen Haufen Zeit verloren hier mit diesem Hilden. Gut, endlich wieder auf der A3 und weiter geht's. Hier hätte ich einiges an Zeit sparen können, das hätte ich mir aber für den Rückweg dann ein bisschen merken. Zudem habe ich mir sagen lassen von jemandem, der hier in der Nähe wohnt und ja auch elektrisch fährt, dass diese Triple Charger beim Schüren auch mit Kreditkarte oder Geldkarte startbar wäre. Davon hat mir die Frau aber nichts gesagt, weil Ladekarte ging keine einzige. Und ich habe noch nie mit der Geldkarte bezahlt irgendwo an der Ladesäule und ich werde das wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange nicht tun, weil macht für mich keinen Sinn. Aber für den Rest der Welt wahrscheinlich. Naja, ist meine Meinung. Ja, dann ist es halt jetzt doof gelaufen, aber ich hätte auch jetzt nicht die 45 Cent bezahlt dafür, weil ich habe einen besseren Tarif und den möchte ich natürlich nutzen. Was ist denn das hier? Haben wir jetzt Stau oder was? Na gut, gucken wir mal, wie lange das noch so geht. Ne, kann ja nicht ewig so weitergehen. Raststätte Hünxe. Ost oder was immer das sein soll. Wir sind auf jeden Fall jetzt am nächsten Ladepunkt da. Ich bin jetzt mal ein bisschen schneller gefahren, weil sonst der Akku wieder nicht leer geworden wäre. Also ich fahre irgendwie im falschen Rhythmus. Und ich sehe schon mal beiden, dass der Triple frei ist. Das ist schon mal sehr gut. Das freut mich. Gucken, wie ich das mit dem Hänger hier mache. Oh, das könnte sogar gut klappen hier, indem ich einfach nebendran ein bisschen fahre. Das passt. Wunderbar. Da können wir sehen. Schon freigeschaltet per App. War wunderbar. Muss ich jetzt hier unten durchführen. Ach, das ist ja quasi ein Knoten. Na, noch mehr. Dadurch. Und jetzt kann ich hier rüber. Und dann kann ich den auflupfen und rein. Zack. Tada. Und Leute, schaut mal. Ich stehe nicht störend, würde ich sagen. Passt mit Hänger. Nice. Und wollen wir doch auch gerade mal gucken hier. Bis gleich. Gerade mal schauen hier. Er lädt noch nicht. Warum? Ah, jetzt beim zweiten Mal hat es funktioniert. Also 26%, ja, das ist fast die 25% gewesen. Und ja, insgesamt der Verbrauch 17,5 immer noch, ist echt gut mit Hänger. Und ich bin jetzt eben teilweise mal knapp über 100 gefahren. Dann 301,4 Kilometer ist die Strecke bisher. Dafür haben wir 52 Kilowattstunden gebraucht. Mit Hänger und so einem unförmigen Auto gar nicht so übel. Ja, prima. Uhrzeit, 16.49 Uhr. Wir haben jetzt ganz viel Zeit in Hilden verschwendet. Das mache ich nicht nochmal. Das in die Stadt reinfahren ist echt
Das macht nicht immer Sinn. Zumal hatte ich noch ganz viel Reserve und hätte noch zig ewig weit weiterfahren können. Aber es ist unser letzter Ladestopp hier auf dem Weg dorthin. Gleich sind wir in Buchholz. Ich guck mal, wie weit es ist und dann schauen wir mal, wie viel wir noch hier laden müssen. Auch eine schöne Zahl, 39, nice. Geht richtig vorwärts hier im Laden. Wir sind da schon bei 63%. So, jetzt mal ein bisschen effizienter, 67%. Er hat jetzt runtergedrosselt, wir hängen ab. Und es geht wieder auf die A3, weiter, nächster Halt. In 29 Kilometern ist Buchholz schon. Nice. Und ab jetzt mache ich es anders, so wie auch auf der Rückfahrt werde ich es genauso tun. Und zwar, ich fahre die Kiste leerer und lade nur noch bis 66% oder 67%, weil ab da knickt der ein mit der Ladeleistung. Und ja, macht keinen Sinn, wenn ich hier 25% noch ankomme, weil von 0 bis 25 lädt er halt wirklich richtig schnell. Deswegen, das wäre verschenkte Zeit. Wenn ich dann immer im oberen Bereich lade, das muss ich mir abgewöhnen. Das weiß ich auf der Hinfahrt zur Sicherheit quasi. Rückfahrt überlege ich mir noch, ob ich woanders lang fahre oder auch die gleiche Route. Gleiche Route hätte ich den Vorteil, ich weiß, dass die Lader funktionieren. Zumindest haben sie funktioniert. Mal gucken, wie ich das jetzt angehen werde. Ja. Boah, was ist das bei Gepackel hier? Ja, mal schauen. Aber wir sind gleich da. Wir haben noch 20 Minuten. Soeben bin ich Hamminkeln-Bocholt abgefahren. Das heißt, wir haben noch die letzten 11 Kilometer Landstraße jetzt vor uns. Und dann sind wir auch schon da. Leute, ich würde sagen, wir sind da. Wir haben es geschafft. Guck ich mal, wie ich mich hier hinstelle am besten. Ach, einfach rückwärts rein am besten. Ach. Also wir haben jetzt hier eine Strecke von 330 Kilometern gehabt. Und die haben wir mit 17,7 Kilowattstunden gefahren. Und wir haben 5:30. Hast rein. Gut. Jetzt stehe ich hier und kann sie abholen. So, und was hole ich mir? Da steht's. Eine Super Soko TC Pro. Ist das nicht schön? Ah, wunderbares Teil. Aber erstmal muss der Papierkram erledigt werden. Deswegen gehe ich mal hoch. Da, die Formalitäten sind geklärt. Jetzt geht's raus zum Aufladen. Gut, die Zoe ist einsatzbereit. Der Hänger ist beladen mit meiner Super Soko TC Pro. Ich habe den Akku drin gelassen, haben ein bisschen mehr Gewicht auf dem Hänger, da fährt er sich noch besser und ja, ist fest beladen. Ich freue mich, sau cool. Dann geht's jetzt die Heimreise an. 18.07 Uhr, wir fahren jetzt rüber zum Hagebaumarkt, laden kurz an und dann geht's weiter. Hier ist unser Lader hier am Hagebaumarkt. Das müsste eigentlich so klappen, ohne den Hänger abzuhängen. Suche mein Glück. Ansonsten, ich bin ja beim Auto. Da 68%. Jetzt hat er gedrosselt. Und wir haben jetzt 12 Minuten geladen. Prima. Dann beenden wir das jetzt hier. Ei. Muss mir ja passieren, ne? Vor lauter laufender Kamera.
So, müsst die noch hier rauskriegen rückwärts. Ach, das krieg ich hin. Gut, man kann jetzt nicht viel sehen, aber wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir sind schon ein paar Minuten am Fahren. Wir sind um 6:30, also 18.30 Uhr in Bocholt gestartet mit dem Akku von knapp 70%. Und ja, starten jetzt durch. Mal gucken, ob auf der Autobahn die Ladestation geht. Die nächste, das ist Hauxa heißt das irgendwie. Und da ist aber eine Meldung bei Going Electric, die schon älter ist, dass die Säule nicht gehen würde. Mal gucken, ob es dir mittlerweile geht. Ansonsten fahre ich weiter bis zur nächsten. Schauen wir mal. Gut. Wir haben eine NBW-Trippe. Mal gucken, ob die geht. Gut. Die Säule geht, aber Typ 2 ist deaktiviert. Dann brauche ich sie nicht nutzen. Dann fahren wir einfach weiter. Ich habe damit gerechnet. Deswegen ist das nicht schlimm. Ab geht die Post. Okay, also diese Säule hier zu finden, das war jetzt in der Tortur von einer Viertelstunde. Das hat Navi nicht so gut gemacht jetzt eben, aber wir haben sie und sie ist frei. Was will ich mehr? Gut, wir sind jetzt in Oberhausen und haben mit 21% angesteckt. Ja, was gibt's zu sagen? Nicht viel, außer dass ich jetzt ein bisschen schneller gefahren bin. Jetzt bin ich eigentlich immer 100 gefahren auf der Autobahn. 378 Kilometer. Gucken, ob der Verbrauch sich stark verschlechtert hat. Es geht eigentlich 18,4. Verbrauch ist auch nicht so wichtig jetzt eigentlich. Wichtiger ist, dass wir gut vorankommen. Gut, wir haben jetzt mal richtig voll geladen hier bis 92%. Dann lädt er auch nur noch mit 11 kW. Weil wir jetzt nach Königsforst West durchstarten wollen und das sind tatsächlich 90 Kilometer. Da sieht man es, 90 Kilometer. Und ja, um das zu schaffen, habe ich sicherheitshalber mal ein bisschen hochgemacht, denn wir haben jetzt den Hänger und der ist beladen, soll aber hinhauen. Aktuelle Uhrzeit 10 vor 8. Ich habe jetzt gerade noch einen Rasthof hier gefunden. Und zwar Ohlingser Heide. Da steht eine E.ON. Mit der soll man zwar nicht rechnen, aber die teste ich jetzt mal. Vielleicht geht die ja. Das wäre ja das Rätsel der Lösung, weil ich kriege die ganze Zeit, damit ich hier ankomme. Und sie geht. Eine E.ON, die funktioniert. Ja, da hätte ich gar nicht Griechen brauchen. Ja, wunderbar. Dann kann ich ja kurz anladen bis 66 und dann kann ich durchziehen bis zu Königsforst. Geil. Prozent und er hat schon gedrosselt, deswegen Ende. Weiter geht's. So. Königsforst. Hier steht der nächste Triple. Und da will ich jetzt hin. Dahinter, wo der Zoe steht, da will ich jetzt laden. Gucken, ob das passt. Weiß ich nicht. Polestar. Rot, in mattrot. Rot-matt. Wie geil ist das denn? Guck mal hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Schicht? Da muss ich jetzt hier Kacke fahren hier. Guck mal. Was ist denn das hier? So. Guck ich mir mal an, was hier los ist. Bevor es losgeht. So. Ja, hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht mal diesen Typ 2 frei machen? Ich muss hier laden. Ist doch frei. Das haben wir gern so. Alter, machen. Grüß dich. Na? Gut. Hier, bevor schau mal hier. Ist, schau mal. Oh, fein. Ja, geil. Reicht noch das? Ein bisschen,
vor. Nee, gereicht, glaube ich. So, dann klauen wir dem anderen Zoo. Hast du noch nicht genug Soko? Nee, man kann nie genug haben. Man kann nie genug Soko haben. So, machen wir hier mal zu. Zack, zack. Ja. Geil, oder? Ah. Ja. Eine große. So, warte, ist ja eine kleine? Die andere ist eine 50er. Ah, okay. Das ist quasi ein 125er, also eine 80er. So. Und Reichweite und so? Keine Ahnung. Wie immer. Hälfte von der Angabe. Neu? Die ist ja so gut wie neu. Die hat 1400 Kilometer. Schön. So. Gut, wir sind jetzt hier wieder mit 26 angekommen. Ich bin geheizt und trotzdem. Okay, mit 26% sind wir jetzt hier in Königsforst und laden wieder schnell. Gut, wir haben 78%. Das reicht uns dicke. Festgequatscht mit dem Chris hier. Ne? Servus. Chris ist der hier. Ein Zoe-Fahrer mit einer Zoe. Ladesäulenfreihalter. Ja, danke schön. Vor und mach die Säule frei. Und ich habe hier mal die Soko eingepackt, denn es regnet gerade ein bisschen. Ich habe keine Lust, dass sie mir so extrem einsuddelt. Ja. Demnach, wir sind fertig und es geht weiter. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nicht durch den Westerwald zurückzufahren, wie ich gekommen bin, sondern die A3 weiter Richtung Süden zu fahren und bei Limburg die B49 rüber nach Wetzlar zu fahren und dann auf die 45 zu wechseln. Das ist jetzt mein aktueller Plan. Das heißt, ich habe neue Ladestationen, die ich mir raussuchen musste. Ja, da gehört einmal jetzt natürlich hier Sessenhausen West. Da gibt es eine Ladesäule, das ist eine NBW, eigentlich sollte die zuverlässig sein, aber es ist ziemlich knapp bis dahin, schaffe ich schon. 15 Kilometer sind es noch, 21 habe ich, aber ich könnte auch im Gewerbepark vorab schon mal rausfahren, das wäre der Gewerbepark in Oberhornfeld. Ich glaube, würde ich mir zuerst gönnen. Ja. Falls das nicht funktioniert dort. Und an der Autobahn ist es momentan extrem nervig, weil es alles super eng ist, weil die ganzen LKW jetzt über Nacht da stehen und ich habe ja den Hänger hinten dran und ich musste ihn bis jetzt noch nicht einmal abhängen. Ich habe es immer so geschafft, ohne im Weg zu stehen. Ja. Deswegen fahre ich jetzt hier raus, Gewerbepark Oberhornfeld und schau mal, ob dieser Allego Triple Slam, das ist eine Slam-Säule, ob die funktioniert, weil die sind auch nicht wirklich zuverlässig. Im Zweifel kriege ich einfach weiter bis zur Sessenhausen West. Der ein oder andere Supercharger ist auch hier zu sehen. Das sind sogar echt viele, ey. Wahnsinn. Und die Slam-Säulen. Wie eh und je. Da stehen sie. So, und der Triple ist natürlich. Da drehe ich lieber mal. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das freigeschaltet kriegen. Und wahrhaftig, es hat funktioniert. Ohne Probleme. Saubere Sache. Gut, 22% ist es wie immer. Ja, hatte ich schon mal unter 20? Nö, ne? Heute nicht. Ich bin doch jetzt am zweiten, oder? Also bei dem vorherigen. Nee, war ich 26. Ja, irgendwie. Naja, egal. So, dann können wir jetzt bis Limburg durchfahren, würde ich sagen. Dann knall ich das Ding jetzt hier so weit voll, wie ich brauche. Übrigens haben wir 20 nach 10. Und hier wieder mal einen Tee kochen. Gut, festgequatscht und deswegen hier 81% geladen. War nicht beabsichtigt, aber Schluss jetzt. Wir haben, was haben wir denn hier?
Wir haben 22.42 Uhr. Wir haben Limburg erreicht. Abfahrt Limburg Nord oder Gießen-Weilburg. Welche nehme ich denn überhaupt? Gießen, ja, was? Ja, ich muss die Nord nehmen hier. Wir wollen zur Ladesäule und ja, ich bin nur noch relativ gut gefüllt mit 30 Kilometern Rest. Aber egal. Dann müssen wir nicht ganz so lange laden und wir sehen uns gleich an der Ladesäule. Ich habe sie wahrhaftig gefunden, obwohl ich schon mal hier war. Das Navigationsgerät vom Auto hat uns eben überall hingeführt, nur nicht an diese Ladesäule. So, bei 30% in etwa angesteckt und ja, laden wir erstmal. Okay, mehr als genug, 72%. Wir benötigen ja nur 52 Kilometer. Also fahren wir jetzt weiter und zwar um 10 vor 12. So, da sind wir. Lützelinden, Autohof. Hier haben wir nicht geladen. Doch, hier haben wir vorhin geladen. Da stand dieser Mercedes direkt vor uns, der Bus. Ja, fast vergessen zu filmen. Bei 22% haben wir eben angesteckt. Und letzter Ladestopp bei 620 Kilometern. Ich bin eben zum Schluss sehr, sehr langsam gefahren, weil es war zu erwarten. Und zwar ist uns die Plane gerissen, also uns, mir, da. Sie ist eingerissen. Ich habe es schon versucht, hier ein bisschen fest zu tapen, damit sie nicht mehr so rumflattert. Ja, sie ist halt komplett zerrissen. Ich habe sie jetzt unten überall nochmal fixiert. Aber es ist hinüber. Es schützt immer noch so ein bisschen vor dem Spritzwasser. Das war so das Wichtigste, aber sie ist hin. Deswegen bin ich jetzt zum Schluss sehr, sehr langsam gefahren. Und einmal hat sich auch ein Gurt ausgehängt hier, warum auch immer. Scheinbar war sie nicht tief genug in der Feder drin. Ja. Und Gurt aushängen heißt dann auch immer, dass es Kratzer geben kann. Das wollen wir natürlich nicht. Auch ist alles gut. Ja, das ist der Grund, warum ich jetzt eben mit 60 von Limburg bis hierher gefahren bin. 60, 70. Naja, egal. Kostet nur Zeit, sonst nichts. Gut, er lädt noch mit 18 bis 20 kW. Ich habe es 85 jetzt hochgeladen, weil ich möchte in einem Rutsch durchkommen. Und hoch in den Vogelsberg, wo ich wohne, geht es viel bergauf. Deswegen sicherheitshalber ein bisschen mehr geladen. Und jetzt können wir schön durchziehen. Und zwar um 12:45. So, spannend, spannend. Der Endspurt wird nochmal knackig. Wir sind jetzt von Schotten aus gestartet mit 30 Kilometern Rest. Es sind nur 13, aber es sind drei heftige Berge. Also es besteht eigentlich nur aus Berg. Und ja, jetzt haben wir noch 18 Kilometer Rest. Und 18% auch. Das ist jetzt schon ziemlich knackig. Strecke haben wir noch zu fahren. 8,4. Puh. Also 8,4. Aber wir haben verdammt viele Höhenmeter jetzt noch zu machen. Ich wollte ungern 16 Kilometer Rest haben hier in Bräunkestein, aber die habe ich wohl. Aber jetzt habe ich 17. Ah, sieht das überhaupt was? Ja, besser. Ja. Das wird jetzt nochmal knackig, aber irgendwie werden wir es schaffen, hoffentlich. Okay, der zweite Anstieg ist geschafft. Noch 14 Kilometer und 14%.
Ja, wir haben noch 6 Kilometer zu fahren, aber halt, jetzt geht's nochmal heftig bergauf gleich. Richtig heftig. Verdammt neblig ist es vor allem noch geworden. Sieht ganz witzigerweise die Fernlichter, Abblendlicht. Ist einfach jetzt durch den Nebel, bringt es gar nicht viel. Aber jetzt bin ich zuversichtlich, das müssten wir eigentlich locker schaffen jetzt. Ich kann es eh nicht schnell fahren durch den Nebel. Jetzt haben wir nochmal 15% rausgeholt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt geht es mal leicht hoch, dann geht es mal stark runter. Und damit reicht es. Damit schaffen wir das. So, verfügbare Energie sind 3,1 Kilowattstunden haben wir noch. Okay, läuft. Damit haben wir es aus meiner Sicht geschafft eigentlich. Weil wir es ja wohl mit 3 Kilowattstunden schaffen, diesen Berg da hochzukommen. Zumal wir jetzt bergab noch mal ein bisschen was dazu bekommen. So, jetzt geht es mal straff bergab hier. Bitte? Nee, noch nicht. Gut, jetzt haben wir die Warnmeldung. Oh, es ist echt schlüpfrig hier. Ja. Vielleicht liegt es auch am Hänger, dass er jetzt einfach hier... Oder einfach nur stellenweise, dass er mal irgendwo glatt ist. Es kann nicht sein, dass es hier oben auch noch leicht frostig ist. Aber dafür ist es echt feucht. Also regnerisch. Und das hier noch in Kombination mit glatt wäre echt ungünstig. 9%. Und 9 Kilometer. Also ich würde sagen, wir sind über den Berg, denn wir sind jetzt auch in Herchenhain, mein Nachbarort. Und ja, ist ja nicht mal geschafft. So, noch 1 Kilometer bergab. Damit sind wir durch. Bis gleich. So, da steht ja schon der Fiat. Wartet auf uns und ich bin da. Was vorgeht. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 2.30 Uhr, also halb drei. Halb drei, ich bin daheim. Wir sind alle happy, es ist glatt hier. Und Hänger ist dran, den hänge ich jetzt erstmal ab und stelle in den Hof. Denn hier ist eine Schneelawine runtergekommen vom Dach. Da kann man nichts mehr hinstellen. Gut. 685,2 Kilometer. Verbrauch 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Der nächste Tag ist angebrochen. Und ja, ausgeschlafen kann ich euch ein kleines Fazit zu meiner Tour geben. Also, wir sind eine Strecke von 685 Kilometern gefahren. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wir müssen bedenken, wir haben hier eine Renault Zoe mit einem kleinen Akku von, ich sag jetzt mal, nur noch 21 Kilowattstunden Kapazität. Wir haben einen Anhänger hinten dran gehabt, der auch ein bisschen Gewicht hat und die Hälfte der Strecke hatten wir auch ein Motorrad auf diesem Anhänger stehen. Wir waren mit 2 Leuten im Fahrzeug. Das Fahrzeug war gut beladen. Ich habe hinten viel Zeug drin gehabt, auch Ausrüstung, Spanngurte etc. Wasserkanister und jede Menge Zeugs halt. Und wir hatten Temperaturen. Ja gut, gestern tagsüber war es tatsächlich sogar ein bisschen wärmer. Ich habe 8 Grad war Höchsttemperatur. Und ansonsten, ja, wir sind bei 2 Grad losgefahren und heimgekommen sind wir, glaube ich, sogar bei 0. Also es war alles dabei. Wir hatten viel Regen, wir hatten aber auch Sonne. Ja, war sehr gemischt. Der Verbrauch, hatte ich ja schon mal erwähnt heute Nacht, 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, ich bin auch zum Schluss ziemlich zügig dann gefahren mit dem Hänger, weil ich einfach nach Hause wollte. Und ja, dabei ist leider dann auch die Plane hinten eingerissen, die das Motorrad abgedeckt hat. Trotzdem ist es nur feucht geworden, aber nicht schmutzig. Von dem aufgewirbelten Wasser vom Fahrzeug wollte ich ja nicht, dass es schmutzig wird, einfach nur. Ja. 19,6 ist für das Auto hier mit dem Anhänger und der Windschnittigkeit super. Also würde ich mich gar nicht beschweren, jetzt hier gerade im Winter. Heizung lief hier auch noch nebenbei. Und
ja, wie würde ich die Fahrt beschreiben? Erstmal als kurzweilig. Also sie war nicht, es hat sich nicht gezogen, weil man hat Etappen gehabt, immer so um die 60, 70 Kilometer und dann hat man wieder geladen, meistens ja 15 bis 20 Minuten oder 15 bis 25 kann man eher sagen, je nachdem, was ich halt nebenbei noch gemacht habe während des Ladens. Und ich habe nicht optimal geladen, keine Frage, das hat noch viel Verbesserungswürdigkeit und zwar, ich müsste die Kiste noch mehr leer fahren und dann von unten rausladen, weil er lädt natürlich ab 0 bis 67% lädt er richtig schnell. Und wenn ich mit 25% ankomme, verschenke ich natürlich jede Menge schnelle Ladezeit. Ja, deswegen, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das habe ich halt gestern aufgrund des Anhängers nicht gemacht. Da habe ich ein bisschen Puffer mir eingeplant. Aber fürs nächste Mal wüsste ich Bescheid. Und ansonsten ohne Anhänger weiß ich, wie ich die fahren muss. Ja, da kann man noch ein bisschen Zeit rausholen. Also man schafft es eigentlich so, dass man den Ladestopp immer auf 15 Minuten timen kann. Immer. Ich habe auch eine Tabelle gemacht, ich habe eine Liste gemacht, die zeige ich euch gleich, wo ich wirklich alle Kilowattstunden, alle Ladevorgänge von der Zeit her drin habe. Und ich werde auch dann hinten die Raststation, also zumindest die Ladestationen vielleicht noch eintragen, wo die gewesen sind. Mal gucken, wie gut ich das rausanalysieren kann. Aber ich habe alles protokolliert und tatsächlich, ich habe es alles mit einer einzigen Lade-App gemacht und zwar mit der Elva. Ich habe die Elva für dieses Fahrzeug hier, für die Renault Zoe. Und ich habe ja hier die kleine Renault Zoe, deswegen kostet da die Elva auch nur, jetzt habe ich es ganz vergessen, 59 Euro oder 49, irgendwas im Dreh im Monat. Gilt dann nur für die ganz kleine Zoe, für die nächstgrößeren gelten dann schon wieder andere Tarife. Und ich gucke gerade mal nach, wie viele es wirklich sind. Okay, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und zwar, es sind 89 Euro, die man pauschal im Monat für die Elva Flatrate zahlt. Und zwar für dieses Auto. Ich habe ja den kleinen Akku, deswegen ist das ja, in Ordnung, wenn man viel fährt. Natürlich lohnt es sich nicht für jemanden, der wenig fährt, weil 89 Euro muss man auch erstmal verladen. Für mich war es aber jetzt ein super Bonus. Nicht nur, also mir geht es nicht darum, dass ich so viel laden kann, wie ich will. Ich meine, da gibt es ja auch eine Fair-Use-Klausel, sondern eher die Flexibilität, weil die Elva geht so gut wie überall, außer bei der Bäckerei Schüren. Aber sie funktioniert. Und das an allen. Ich hatte gestern so ein richtiges Glück, das kommt noch hinzu, und zwar, es hat keine einzige Ladestation, bis auf die von Bäcker Schüren. Die ging, aber sie war halt nur nicht freischaltbar mit meiner Lade-App. Ich hatte keine einzige Ladestation, die gestreikt hat. Ich habe ausschließlich mit 43 kW Ladesäulen geladen, mit den Typ 2. Und es haben alle funktioniert, sowohl die Allego Slam-Säulen, als auch die E.ON-Säule. Und NBW und was hatte ich noch? Ich hatte irgendwelche Anbieter, die kenne ich gar nicht. Charge IT habe ich noch gehabt. Ja, irgend sowas. Charge IT. Und jede Menge andere Säulen. Und alle haben sie funktioniert. Ich bin echt beeindruckt, deswegen super Sache. Und ich konnte sie alle mit der Elva freischalten. Ich kann im Nachgang sehen, wie viel ich hier geladen habe, wie meine Ladevorgänge, wie lange die gedauert haben etc. Ist eine super Sache, wirklich. Und das ist für mich auch dieser Preis, dieser Wert von diesem Tarif. Nicht nur, dass ich jetzt sagen kann, ich kann viel laden, sondern wenn man sich mal ausrechnet, man hat einen günstigen Preis auf jeden Fall pro Kilowattstunde, wenn man es nutzt. Ansonsten hat man einfach diese Flexibilität. Ich muss nicht gucken, welche Karte ist da günstig, welche ist da günstig, sondern ich lade einfach. Und das hat mir gestern schon mal so richtig einen Druck rausgenommen, dass ich einfach sagen konnte, ich fahre dahin, öffne die App, entweder scanne ich den Barcode ab oder ich starte es direkt vom Auto aus über die App, steige aus und stecke rein, Ende. Ich stehe nicht vor der Säule im Kalten und muss irgendwas machen, gerade wenn es auch regnet oder so. Super Sache, wirklich. Also kann ich echt empfehlen. Schaut euch das mal an mit der Elva. Und also wenn ihr natürlich zu Hause laden könnt, dann braucht ihr sowas nicht. Aber wenn ihr viel unterwegs seid oder auf die Öffentlichen angewiesen seid, ist das echt eine Top-Sache. Elva hat uns übrigens auch jetzt aufs Nordkap begleitet gehabt. Und zwar, da habe ich das erste Mal den Geschmack bekommen von Elva. Und deswegen gefällt mir das auch und ich werde das erstmal weiter benutzen. Ja, aufgrund der kurzen Pausen und der kurzen Strecken hat man sehr viel Abwechslung drin gehabt und ja, man konnte dann auch auf Toilette gehen, man konnte mal schnell was zu essen machen, wir hatten Wasserkocher dabei, war super, wirklich echt angenehm. Und deswegen würde ich jederzeit wieder so eine große Tour mit der Zoe machen. Ich würde es auch mit dem Wohnwagen mal machen oder ja, auch mit einem
anderen Anhänger oder gar keinen Anhänger, das geht alles. Die Zoe ist echt ein tolles Fahrzeug und gerade diese alte mit dem 22er Akku, wenn man diesen 43er Lader hat, ist einfach brutal. Es ist klasse. Und ich habe jetzt über 100.000 Kilometer drauf, 93% Akkuvitalität. Ich will mich nicht beklagen. Also ich bin sehr begeistert von dem Fahrzeug. Ja, die Tour, wir haben ja die Super Soko TC Pro abgeholt. Ich blende es euch gleich nochmal ein. Aber ansonsten, dazu gibt es dann ein separates Video, wo ich das Motorrad vorstelle. Aber ich glaube, so muss das Wetter erstmal besser sein, weil aktuell ist es hier wirklich, ich kann es euch ja mal zeigen. So, hier habe ich abgeladen. Schaut mal hier, hier musste ich mir einen kleinen Gang reinmachen. Obwohl ich hier schon Schnee geschoben hatte die Tage, ist hier, ja man kann es hier gar nicht sehen, vom Dach alles runtergekommen. Und zwar als in Lawinenform. Das ist richtig viel Matscheschnee, weil es hat getaut. Und schau dich mal hier an, das Dach, das hat es komplett abgeräumt. Das schaffe ich mit meinem Traktor nicht mal mehr wegzuschieben. Das ist richtig heftig hier. Das hat alles hier überall drauf geknallt. Ich bin ja froh, dass meine Nichte nicht darunter stand in dem Moment. Ja, also ganz schön sportlich. Wahnsinn. Da kann ich jetzt erstmal Schnee schaufeln, bevor ich meinen Tesla aus der Garage kriege. So, und hier steht sie. Im Schuppen. Ich lasse gerade ein bisschen trocknen. Ich habe hier mal den Ofen angeworfen. Und ja, da hinten steht meine Super Soko, meine 45er. Und hier steht jetzt meine Pro. Und da kann ich im Sommer dann fleißig durch die Gegend düsen. Und vielleicht sogar mit Lea. Und mal schauen. Ja, ich freue mich schon. Der Nio kommt jetzt auch zum Frühjahr weg. Und auch mein Flash, mein Sim kommt weg. Weil es gibt mir einfach nichts mehr, der Verbrenner, obwohl es ein schöner Roller war. Ja, hier steht sie und ich zeige sie euch demnächst mal richtig. Ja, somit bin ich durch mit meinem Video von meinem Roadtrip mit der Renault Zoe Q210 mit dem Schnelllader und dem Mini-Akku. Bin echt total verliebt in das Auto und auch mit dem Anhänger. Das Ding zieht sich so geil. Hammer. Ja. Jetzt blende ich euch noch die Liste ein und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie die ganzen Ladestops gewesen sind. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao. Ja, toll. Und hier drüben sind nur noch 22 kW Säulen, bringt mir also gar nichts. Vielen Dank, Schüren, dafür, dass du meine Tour versaut hast. Echt. Ja, ich weiß, er hat so viel getan. Ist mir aber gerade egal, weil das hat mir jetzt gerade die Tour vermasselt hier. Jetzt kann ich nichts machen, jetzt kann ich hier nicht laden. Für 12 Euro lade ich hier mit Sicherheit nicht. Nee. Ja, und 22 kW auch nicht, weil da suche ich jetzt was anderes raus. Unfassbar. Unfassbar.